Hallo und willkommen zurück zu Exophobia. Wir sind bei Folge 15 mittlerweile schon. Und ich habe jetzt die Schlüsselkarte bekommen, die wir gebraucht haben, um hier reinzukommen. Und das wird uns wohl... Ist das schon wieder eine Arena oder ist das ein richtiger Bossfight? Oh mein Gott, das ist der Rivale! Runde 3, das ist ja frech. Okay, erstmal rausfinden, was er macht. Muss ich bestimmt darüber schießen. Das sind eine Menge Minen. Das sind eine Menge Minen. What? What? Hä, die sehen alle gleich aus. Woher soll ich wissen, welcher der richtige ist? Oder muss ich einfach alle treffen? Ich habe nur mich getroffen mit der Explosion. Großartig. Okay, vielleicht... Jetzt muss ich einfach darüber. Jetzt habe ich hier Frieden und Ruhe. Au! Wie viel Schaden macht er denn bitte? Ach, damit deal ich nicht. Ich glaube, ich muss immer die Seite wechseln. Okay, jetzt wieder darüber schießen. Ich hab gedrückt. Okay. Das war... Obwohl, weiß nicht, welcher der richtige ist. Hat er pariert. Woher weiß ich, welcher ist? Und wenn ich ihn anschieße, dann passiert da trotzdem nichts. Da pariert er ja nur. I don't understand. Muss ich den danach nochmal treffen? Muss ich ihn andashen? Verstehe ich nicht. Ach so! Vielleicht so? Ach so, stimmt, genau. Ah, ja, true. Das haben wir ihn das erste Mal ja auch besiegt. I remember now. Oh oh. Oh Gott. Oh Gott, es kommt wieder. Und dann wechseln wir wieder die Seite, damit ich nicht von irgendwelchen schlimmen Explosionen zermörsert werde. Oh Gott, jetzt kommen erstmal die Minen. Mal wechseln. Und erst, wenn er nicht mehr oben auf seiner Plattform steht, jetzt. Will ich aber noch einmal wechseln? Jetzt lade ich auf. So. Okay. Jetzt wird's erst schwer. Plötzlich. Okay, machen die meinen Teleporter kaputt? Nein. Gut. Das heißt, jetzt ist einfach alles gleichzeitig. Okay. Oh, ich habe nur noch 2 HP. Oh, das ist nicht viel. Das ist vor allem nicht genug. So generell. Oh, ich habe 1 HP. Ich habe exakt 1 HP. Das ist der echte. Nee, ist er nicht.
Nein, 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 nein! Ja! Okay, Gott sei Dank. Also! Ja! Oh Gott! Okay, das hat er nicht verdient. Kommt das Ding hier hoch? Wir sind im vierten Stock. Endkampf. Endkampf? Bin ich durch? Imagine, ich spreng mich jetzt. Ich spreng mich jetzt selbst an der Tür weg. Wäre jetzt auch nichts super ungewöhnlich. Oh, wir sind wieder hier. Okay. Kann ich jetzt mit dem Explosionsding die Ranken kaputt machen im ersten Stock? Vermutlich kann ich genau das tun. Vermutlich kann ich genau das tun. Wir gehen mal runter. Wir gehen mal gucken. Wir gehen mal schauen. Wir gehen mal schauen. Wahrscheinlich muss ich genau. Aber wenn das jetzt der... Ist doch trotzdem noch ein Fight. Da fehlt doch trotzdem noch ein Kamm. Das kann mir sonst keiner erzählen. Warte. Bitte? Das geht gar nicht. Okay. Dann müssen wir in den zweiten Stock. Wahrscheinlich. Hier nochmal ganz kurz hoch. Das hat mir ja dann bis auf. Das hat mir ja eigentlich nichts gebracht, ihn zu besiegen. Das wäre schon weird. Hat mir jetzt nichts gebracht, ihn zu besiegen. Ist das so korrekt? Weil wir haben ihn besiegt und haben dafür nichts bekommen. Wir haben ja die Explosionswaffe vorher schon bekommen. Hey. Na gut, dann... Zweiter Stock. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das der richtige Weg ist in den zweiten Stock, aber ich glaube, es gibt keinen falschen Weg, weil wir jetzt mit dem Explosionsding eigentlich überall hinkommen müssten, wo wir hinwollen. Fragezeichen. Also wir haben auf jeden Fall jetzt zumindest ein paar Möglichkeiten, wie zum Beispiel. Wie zum Beispiel da drüben reinzukommen. Ja, da ist eine Tür. Das sieht doch aus nach einem Bossfight. Ah, das ist gerade. What's that? Jesus. Da ist noch ein Glob. Okay. Komplett neue Gegner. Wow. Ui. Ist ja ekelhaft. Okay, die Würmer, die kennen wir. Ui. Mag das mich. Die sind eklig. Gut, gut, gut. Schön die Explosion nutzen. Meh. Noch haben wir keinen Schaden bekommen. Irgendwas habe ich sofort zermörsert. Achso, die Blume stirbt ja nur so. Habe ich Schaden bekommen, weil ich in die Blume reingelaufen bin. Blume ist tot. Blümchen da ist auch tot. Oh Gott. Bin ich hier eigentlich einfach straight up safe? Weil ich einfach die ganze Zeit schießen kann? Okay. Scheint zu funktionieren, aber ist halt auch boring. Wow! Oh mein Gott, wie viel Schaden! Jetzt hat mir so viel Schaden gemacht. Oh nein, nein, ich werde sterben. Wenn du mir meine Controls wegnimmst, dann bin ich so gut wie tot. Und mit Controls wegnehmen meine ich halt auch schon sowas wie einfach invertieren.
Kann ich irgendwo speichern? Nein. Cool. Aber wir haben eine Schlüsselkarte bekommen und ich gehe davon aus, dass es gut ist. Da ist nochmal eine Tür zum Aufsprengen. Bringt mich das zu einem Safe Point? Ja. Ja, tut es. Gott sei Dank. Wofür brauche ich die Schlüsselkarte? Wahrscheinlich werde ich es gleich rausfinden. Genau. Hier längs und dann eigentlich auf der anderen Seite einfach raus. Nee. Doch, passt schon. Genau, und hier ist wieder zu. Oh. Ich und meine Reflexe, ich sag's euch. Das ist scheiße, wenn man alt wird, ihr Kinder. Okay, hier waren wir schon. Hier waren aber noch mehr Sachen, die man aufsprengen kann, glaube ich. Genau. Die Dinger bestimmt, ne? Ja. Ja. Ja, ich bin in meine eigene Explosion reingerannt. Mal wieder. Okay, das... Wow. Sind wir durch die Tür gefolgt, okay. Ah, hier oben sind wir. Ich habe eine Schlüsselkarte von drei. Lass mich raten, wenn ich das hier aufmache, kriege ich das erste Ding. Okay. Okay. Alles... Alles klärchen. Und die Frage, wo kriege ich die letzte Schlüsselkarte her? Die letzten zwei Schlüsselkarten. Oh mein Gott. In mein Gesicht geflogen. Ich habe ein Gefühl, ich weiß, wo ich eine herkriege. Wahrscheinlich aus einem der Nester. Guck mal, da hinten ist ein Secret. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich wünschte, die würden alle Sachen droppen. Wie in Metroid. Das wäre cool. Ich brauche gleich später ein Terminal. Weil ich einfach an den Fliegen sterbe. Okay, wir haben das schon mal. Wenn ich jetzt einfach nicht sterbe, ist ja alles gut. Ich habe 2 HP. Das heißt, ich kann mir sogar noch einen Fehltritt erlauben. Das ist doch was Gutes. So, da will ich aber gar nicht lang. Das ist die falsche Richtung. Ich muss hier lang. Glaube ich. Ja. Oh Gott, die sind jetzt überall. Die Schleimdinger sind überall. Oh Lord, have mercy. Oh no. I do not like this. Lass mich da rein! Oh. Stimmt, die schießen ja. Schießen ja. Mein Fehler. Okay. Also, da müssen wir rein. Und dann laufen wir halt zu Fuß alles ab. Weil dann kann ich nämlich das da zum Beispiel aufsprengen. Ich bringe einfach alles um. Wir gehen einfach auf Nummer sicher. Und ich zerschieße alles. What? Hinter mir, in der Tür. Ach, die kommen aus dem Boden. Ich dachte, die kommen auch mal aus der Decke. Nee. Okay. Slightly mad. But that's fine. Jeweils nur das Ding. Okay. Stimmt ja. Gut, gut, gut. Nein, jetzt. Gut. Gut, noch eins kaputt. Das haben wir nicht kaputt gekriegt. Das schon. Ah, die Fliegen. Die Fliegen sind ganz schön penetrant. Okay. Jesus. Ich mag das nicht, wenn die in einen spawnen. Ich hätte gerne wenigstens die Chance zu reagieren. Weiß nicht, ob ich die danach noch zerschießen kann. Gutes Team erst aufladen.
Und sie droppen doch auch wieder welche runter. Zack. Nochmal kriegst du mich nicht. So, habe ich. So. Rückstoß kompensieren, damit ich nicht in die Ranken reinfliege. Hopft sie wieder runter? Ja. Aber der hat nur eine Klinge, das ist nicht so schlimm. Die tauchen tatsächlich gerne hinter einem auf. Okay. Die haben tatsächlich Verhaltensmuster. Den Wurm habe ich terminiert. Da bitte rein. Please. Danke. Ich bin frei. Alles gut. Ich weiß nicht, wo er ist, aber da. Okay. Bin ich gerade extrem anstrengend irgendwie. Ah! Nochmal ein Safe Room. Ehrlich gesagt, weißt du was? Ich nehme den. Ich nehme den. Wir speichern hier. Oh mein Gott. Wasser. Zombies. Vom General. Es gibt keine Hoffnung mehr. Die Hälfte der Crew ist tot, einschließlich des Captains und des Generals. Weißt du, ich dachte, das ist vom General hier. Wir stecken planlos im Notfallraum fest und warten auf unsere letzte Stunde. Und was noch schlimmer ist, mein Assistent wurde gerade Zeuge eines unvorstellbaren Grauens. Einige Kollegen wurden auf dem Weg hierher in eine Auseinandersetzung verwickelt, die mit einer Explosion im Labor endete. Außerirdische und menschliche Leichen vermischt mit Wurmblut schienen miteinander zu verschmelzen. Wir trauten unseren Augen nicht, aber ihre Leichen schienen aufzustehen und eine lebende Kreatur zu bilden. Sie tun mir so leid. Wir können nichts mehr tun. Möge die Menschheit gedeihen und auf ewig neugierig bleiben. Ich verabschiede mich hiermit von dieser Welt und von wem auch immer, der diese Worte liest. Das ist irgendwie, also schon irgendwie cooles Game, was halt einfach so, das ist so 90er-Plot, ne, mit Zombies, die sich dann plötzlich manifestieren und so, weißt du? Nur weil die mit irgendwas verschmelzen und Wurmblut und Aliens und, ach, nice. Tschu, ja, komm, lass mir Ruhe. Okay, uns fehlt trotzdem noch eine weitere, jetzt hätte ich was SIM-Karte gesagt. Ist bloß die Frage, wo ist diese letzte Karte? Da drüben ja nicht, weil das ist ja nur... Das ist ja nur ein Shortcut. Da hinten ist es auch nicht, glaube ich. Nee, da hinten ist das Rätsel. Da wollen wir nicht hin. Hier ist die ganze Arena, das haben wir schon gemacht. Hier geht's zum Aufzug. Ab und zu mal nach dem Handy gucken, wenn ich's bimmeln höre. Wie gesagt, ich erwarte einen Anruf. Da ist das Wurmloch. Wurmloch. Kein Secret. Irgendwo muss es noch mehr geben. Irgendwo muss noch eine Tür sein, die man aufschießen muss. Und zwar hier im Labor. Kann mich nur leider nicht entsinnen. Oh Gott. Ja, vielleicht bin ich ja gar nicht so falsch. Oh, spawn nicht in mir. Kann ich gar nicht haben. So frech. So frech, alle zwei. Okay, die spawnen immer hinter einem. Das sind Stealth-Zombies. Und noch einer. Okay, ist nur ein Wurm. Ist nur ein Wurm. Entwarnung. Nur ein Shortcut zurück, ne? Genau. Wollen wir nicht. Da komme ich nicht rein. Na, Vielleicht? Au. Ja. Da sind wir gewesen. Ha, jetzt wird's aber langsam ein bisschen knifflig.
Crit. Doch hier hinten? Müsste halt eigentlich nochmal die Karte aufrufen. Achso, kann ich. Das kann ich. Ich kann nochmal gucken, wo ich noch nicht war. Hier! Komm ich rein. Ich kann es aufsprengen. Oder? Ich glaube, es war zum Aufsprengen hier. Das ist ja komplett auf der anderen Seite der Map. Das heißt, da komme ich aber hin, glaube ich, ne? Ich muss ja nur den Weg jetzt zurückgehen. Dann hier durch. Und dann bin ich ja da. Okay. Da kommen wir hin. Alles klar. Ja, krieg ich halt mal ein bisschen Britzel. Hey, warte, was? Ja, ja, ja. Wie kam ich denn jetzt zu meinem... Da durch? Nee, da hinten kam ich her. Boah, ey, werdet niemals so dement wie ich, ne? Das ist echt ätzend. Ja, jetzt sind wir wieder richtig. Glaube ich. Vermute ich. Ich denke schon. Ja. Ja, 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 ja. Ja. So, und jetzt einmal paralysieren lassen. Rüber teleportieren. Ich wünschte, ich hätte ein Jetpack. Dann wären wir so schnell. Warte. Da müssen wir rüber. Leute, auch wenn ihr nicht wisst, wo wir lang müssen, ich habe alles im Griff. Es ist alles in bestester Ordnung. Es wird ein Stück dauern, bis wir da sind. Aber hier müssten wir jetzt gleich wieder zu dem Weg kommen, wo man rüber teleportieren kann. Genau. Und dann gehen wir da rein. Pass auf, wir machen das. So, ich mache da Teleporter hin. Und dann gehen wir da rüber. Dann kann ich mich nämlich nachher einfach wieder zurückporten. Weil ich ein riesiges Genie bin. Und hier ist die Tür, die wir nicht aufbekommen haben. Und die ich auch offensichtlich weiterhin nicht aufkriege, weil ich nicht gut genug bin. Was ist denn da? The Secret, wow. Na gut, das sieht ja jetzt nicht so schwer aus. Man muss einfach nur ganz kurz warten. Einfach nur mal ganz kurz warten. So. Oh oh. Oh oh. Nein. Ach, Reflexe. Wie ein toter Hirsch. Oh mein Gott, das muss alles drauf gehen. Oh nein. Ja. Oh nein, ich bin in die Explosion reingelaufen. Da ist die letzte Karte. Oh mein Gott. So darf es nicht enden. Nicht durch meine eigenen Explosionen. Ich habe exakt 2 HP. Oh, Baby. Okay, Pflanze. Grundsätzlich kein Problem. Auch wenn sie nicht unbedingt auch gut sind. Okay, das ist deutlich schlimmer als die Pflanzen. Gut. Gut, 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 gut. Erwischt. Da ist das zweite Ding. Da war noch irgendwo ein anderer Tropfen. Bam. Fertig? Nein, ne? Wäre ja auch zu viel verlangt. Wenigstens ist das Zeug nicht super homing von denen. Also die Projektile. Wo ist er? Irgendwo muss er sein. Da ist er. Erwischt. Pflanze. Zombie. Zombie. Ich bin so froh über meinen kleinen Kumpel. Der schießt die immer an. Macht zwar nicht viel Schaden, aber zumindest sorgt er dafür, dass ich nicht gebacksteppt werden kann. So gut. Einfach so gut. Bin sehr konzentriert. Oh Gott! HP. Das ist alles, was ich brauche. Ich dachte, wir sind tot! Es ist so frech. Okay.
Ist nicht so schlimm. Wir wissen jetzt wenigstens, was wir machen müssen. Ist da alles gut? Und wir wissen, wo wir lang müssen. Das ist ja auch viel wert. Müssen da lang. Ich hätte trotzdem... Oh, mein kleiner Kumpel ist tot. Ist weg. Oh, und die Gegner sind respawned. What? What? Das hat mich... Mehr erschreckt! Okay. Sie sind hier. Warum sind die hier? Ich dachte, die können sich nicht hier manifestieren. Ich dachte, es geht nur auf dem normalen Boden. Okay. Cool. Kein bisschen scary. Absolut alles chill. Gar kein Problem. Ich habe alles unter Kontrolle. Immer noch mal speichern, weil ich ja alles unter Kontrolle habe. Meine gute Güte. Holy Stokes. Na. So, dann ist hier die Entschuldigung eines Rätsels. Das war's nicht geschafft. Und dann jetzt hier sofort die Nester kaputt machen. Und zwar so schnell wie möglich. Und das am besten ohne in die eigenen Explosionen zu laufen. Dann würde mich alles sehr freuen. Sehr gut. Okay, Nester sind down. Da ist der Dude. Der hätte mich fast getroffen. Oh, wenn die fressen, kann ich sie immer noch sprengen. Cool. Die meine Kugeln fressen. Aber ich mache es wieder so, das ist einfacher. So, Splorch, zack, down. Und, gut. Okay, der ist tot. Da ist das andere Ding. Boom. Meine Fräse. Kann ich die damit eigentlich auch killen oder macht das keinen Schaden, sondern stunt die nur? Wahrscheinlich stunt das Ding. Oh. Da die Dinger noch existieren, nachdem ich sie zweimal weggehässelert habe, gehe ich davon aus, dass es die nur stunt. Vollaufgeladener Schuss ins Gesicht ist immer noch das beste Heilmittel gegen Zombies. Ich finde, aufgeladene Waffen sollten mal wieder ein Comeback kriegen. Das ist so eine richtig schöne alte Mechanik, die man in heutigen Spielen eigentlich nicht so wirklich mehr sieht. Ne? Oh Gott. Jesus. Du bist jetzt kein aktuelles Game, wo du die Möglichkeit hast, deine Waffe aufzuladen. Und mit aktuell meine ich die letzten 5 Jahre. Oh. Jetzt ist schon ein bisschen tedious jetzt hier. Wo ist er? Da. Oh mein Gott, fertig. Raus hier. Raus. Ich muss raus. Ja, komm. Leave me alone. Leave me Sylvester alone. Falscher Weg, da geht's zu einem Metroid. Da will ich rein. Verfolgt ihr mich bisher? Ja. In meine heiligen Reihen. Gut. Okay, also. Das brauchen wir. So. Dann Nummer 2. Na, sehr gut. Und das letzte Teil, das hoffentlich weit bringen wird. Hoffentlich mache ich das nicht alles für ein Herzteil. Boah, imagine. Aber das muss uns ja den richtigen Weg. What? Huh?
Was ist das denn? Alter, das ist ja wirklich jetzt... Das ist ja Quatsch. Das ist ja kein Rätsel. Das ist ja nur tedious. Das ist ja nur extra Arbeit. Warum macht man das? Warum baut man Rätsel ein, die keine richtigen Rätsel sind, sondern nur mehr Arbeit? Man hätte da jetzt auch einfach drei Hebel reinlegen können. Ich habe das Rätsel ja schon gemacht. Ich habe ja schon die drei Schließkarten gesammelt. So, ich mache das jetzt so. In Terminal Room. Yes. Na Gott sei Dank. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir schauen uns dann das nächste Mal das Labor zu Ende an und dann wird es wahrscheinlich schon bald Richtung Endsequenz gehen. Ciao.